Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Endodem zu einem neuen Part. Zum letzten Part. Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst in diesem Jahr für 2019. Der letzte Part. Pokémon Schwert für 2019. Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nacht für euch. Die schlechte Nacht habt ihr schon gehört. Das ist der letzte Part für dieses Jahr. Die gute Nachricht ist, nächstes Jahr geht's fast sofort damit weiter. Noch eine schlechte Nachricht ist, ich bin ein bisschen erkältet. Ja, aber das hat mich noch von nichts abgehalten. Ja, weiter geht's. Hier draußen wird es langsam ziemlich kühl, ziemlich eiskalt hier, ich friere hier schon, es schneit und der Atem ist kühl, aber meine roten, feurigen Haare helfen mir weiter. Auf geht's nach Claw City, im letzten Part sind wir hier angekommen, durch die Naturzone sind wir gelaufen und da wären wir in Claw City, der nächsten großen Stadt von Galar. Die nächste große Stadt der Galar-Region. Sieht ein bisschen Steampunk-mäßig aus, so ein bisschen, ja, halt so, ja, halt so maschinisch, so ein bisschen, ja, und das ist altertümlich und doch so ein bisschen, ja, halt Steampunk. Das sagt der jetzt, glaube ich, ganz gut. Da sehe ich schon die nächste Story. Da sehe ich, dass schon jemand auf uns wartet. Eine historische Stadt umgeben von Mauern, deren Entstehung bis ins Mittelalter zurück sie reicht. Ja. Da versuche ich mal nicht hinzugehen. Ich will erstmal ins Pokémon Center, mein Team heilen. Und dann, ja, mich hier erstmal, soweit es geht, erstmal umgucken. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollten wir deine Pokémon wieder fit machen? Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine U-Boot. So, da ist mein aktuelles Team. Ja, sicherlich noch verbesserungswürdig, aber so behalten wir es erstmal. Ich habe mir offscreen mal Gedanken gemacht und hab überlegt, ob ich nicht vielleicht das Waggon wieder mit zurück ins Team nehmen will. Und die Pikachu-Sache, die habe ich mir auch überlegt. Zu dem Fazit bin ich gekommen, dass ich das Team erstmal so behalten werde. Dass ich das so weiterentwickeln werde, so weiter trainieren werde. Werden wir mal schauen, wie es sich gibt, wie das Team, ja. Blacky ist jetzt das einzige Mädchen, beziehungsweise Minnie ist das einzige weibliche, ist dann noch, ja, ist jetzt männlich, ja, mit weiblichem Namen, ja, Geschlechter können wir leider nicht, Namen können wir umbenennen, ja gut, ist jetzt eine sehr schlechte Frauenquote hier im Team, aber was soll's. So, ja gut, schauen wir mal, wie wir vorankommen. Das Team bleibt jetzt erstmal so und dann, ja, Tränke bräuchte mal wieder und Bälle wären auch nicht so schlecht. Tauchball, Finsterball, Timerball, Timerbälle, uha. Pokebälle würde ich kaufen, aber das sind keine speziellen Bälle. Wir müssen noch ein bisschen was für die Klamotterie übrig lassen, das war hier. Nur ein bisschen was kaufen, so 10 Stück oder so. Das war halt eigentlich für die, ja, für das Wesentliche, nämlich für die Klamotten sparen. Das ist jetzt hier etwas, was bei mir Vorrang hat. So, ich gehe jetzt mal auf Verkaufen. Schau mal, was ich jetzt hier loswerden kann. Ja. Gut, Puckpuppe wollen wir behalten. Okay, haben wir hier nichts, was irgendwie von Wert ist.
Klingfeder. Feuerstein ist was wert, aber ja. Tja. Sternstück ist was wert. Und Riesenpilz. Ja. Verkaufen wir noch das Sternstück. Warum nicht? Und den Riesenpilz. Alles klar. Hat, glaube ich, auch keine weitere Funktion. Na denn. Es wird ja auch noch weitere Pokémons hier in Pokémon. Die Mehrzahl von Pokémon ist Pokémon. Es wird mehrere neue Pokémon noch zu entdecken geben. Dann gibt es bestimmt das ein oder andere neue Pokémon, was ich bestimmt auch noch mit ins Team nehmen werde. Also keine Sorge, das Team wird sich noch ein paar Mal verändern. So ist es nicht. Ja! Man nennt mich Mr. Focus, weil ich stets auf dem Sieg fokussiert bin und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich im Kampf herauszufordern? Jetzt im Kampf hier an diesem Ort. In deiner Wohnung, wenn es dann sein muss. Ja, du bist wohl auch richtig fokussiert. Dann wirst du die Stärke von Mr. Focus jetzt mal auf deinem eigenen Leib spüren. Nice, ein Kampf hier in der Stadt, das ist doch eher selten. Schwarzkurt Sven fordert dich heraus. Okay, von dir aus. Wurmball. Alles klar. Dich besiegen wir. Das ist doch kein Ding. Level 2. Ja, da kann ich mit Kamal auch weitermachen. Das ist, ja. Da braucht mir gar keine Gedanken zu machen. Hat das gerade. Was ist hier gerade passiert? Hat das. Der Angriff von. Wie kann ein Wongball Level 2 den Prof besiegen? Wie kann das überhaupt Schaden machen? Was? Ja gut, ich meine, das Pokémon ist ein Typenvorteil, aber was? In Sachen Fokus hast du diesen Kampf du gewonnen. Du gewinnst 128 Pokémon und dann gehst du kriegst den Kampf gegen den Schwarzgurt hervor. Ja, du hattest das nicht erwartet. Wie? Tja, es gibt halt eben so viele unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, da du so fokussiert bei der Sache warst, möchte ich dir diesen Fokusgurt schenken. Fokusgurt. Ein Item zum Tragen. Bei voller KP bleibt der Träger nach einer K.O.-Attacke einmalig mit 1 KP im Kampf. Ja. Ja, man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon-Items und Attacken fokussieren. Mal schön daran denken, okay? Ja, das war ja gruselig. Okay, Fokus-Dings, das kann man dir gleich geben. Fokus-Gurt. Das kann der Prof kriegen, der hat noch kein Item. So, und dann wollte ich das Team auch mal wechseln. Pokémon bewegen. Den Ninlein muss mal nach vorne. Dann der Wandel, der muss auch mal trainiert werden. Ja, dann die Blacky. Dann der Mordiv. Pikachu eigentlich zum Schluss. Das ist ja das Stärkste. Für mal nach Level jetzt mal trainiert. So wollen wir es haben. Die Schwächste nach vorne, um sie zu trainieren. Ja, ich gehe jetzt dieser Story-Sequenz mal aus dem Weg. Das ist. Ja, ich sehe es. Da steht es da. Das steht da rum. Da steht es zur Option. Aber. Ja, ich weiche da mal aus. Das ist mir doch lieb. Wenn ich da erst später hingehe, wenn ich mich hier so weit umgeguckt habe.
kannst in Ruhe hier umgucken, bevor wir hier von der Story weitergeschleppt werden. Soll ich dir verraten, wie zutraulich deine Pokémon sind? Von mir aus. Bei welchen Pokémon soll ich die Zutraulichkeit überprüfen? Auch in der Box. Ja, die in der Box liegen, das wird jetzt nicht sehr zutraulich sein. Also das wird jetzt... die wurden ja dort abgelegt. Oh, Level 25. Noch könnten wir Rufus wieder mal zurücknehmen. Noch ist auf einem Level, das trainierbar ist. Könnten wir uns also überlegen. Nee, nein, werde ich nicht rauslegen. Das ist unser Blatt-Pokémon und das, also unser Pflanzen-Pokémon, und das muss ich irgendwie. Ja, das will ich mitführen. Randall, eventuell. Den könnte man austauschen. Randall, dann wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut, aber da ist noch Luft nach oben. Ah, okay. Ich glaube, das will ich gerade mal machen. Randall oder Rufus, das ist jetzt hier die Frage. Ich würde, glaube ich, Rufus mit reinnehmen. Der ist, glaube ich, der Stärkere. Dann können wir Randall einfach austauschen. Warum nicht? Na, willst du wissen, ob deine Pokémon auch wirklich alles geben? Dieses Pokémon, es könnte sich noch ein kleines bisschen mehr anstrengen. Sieht wahrscheinlich bei allen so aus. Komm, ich hab's. Hab's. Du und deine Pokémon, also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gib deinen Pokémon dieses Item mit einem wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Sanftglocke. Okay. Das können wir gleich dem Rufus geben. Alles klar. Ja, wie gesagt. Bin heute ein bisschen erkältet. Verzeiht. So, Randall. Irgendwo war noch das mit der Pokémon-Box. Das konnte man hier RPC-Boxen. Genauso muss man gar nicht mehr in ein Pokémon-Center reingehen. Kann man jetzt überall machen. So. Ich nehme dich einfach wieder mit ins Team. Du warst ein guter... Ja. Ein guter Hilfer bei meinen Kämpfen. Du hast mir gut in den Kämpfen geholfen. Da können wir dich auch wieder mit reinnehmen. Ja, das würde ich auch gerne entwickeln. Also, ja, können wir... Nehmen wir mit rein. Warum nicht? Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Die Lunchboxen essen? Den Inhalt meinst du, mit dem man Essen mit in den Zug mitnehmen kann. Schatzkammer liegt außerhalb der Stadions. Interessant. Oh, hier haben wir Mikros. Interessant, eine Mikrozüchterin oder was? Ich lebe mit Mikro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit den Flugtaxis am Hut. Das macht auch Kramo, nicht Mikro. Mikro ist dann noch zu klein für. Oh, ein Gentleman. Sei grüß, junger Mann. Darf ich dich etwas über das Wetter erzählen? Wundervoll, dann fange ich zugleich an. Wenn während des Kampfes das Sonne nicht stark ist, dann würden Attacken vom Typ Feuer stärker, Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wären wie Sozialstrahl. Ja. Attacken wie Sonarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, können innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken verstärkt zum Beispiel Synthese und Wachstum. Und die Genauigkeit von Attacken wie Donner oder K sinkt. Bitte nimm dies als Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Heißbrocken. Okay. Okay, ja. Alles klar. So, wir wollten doch hier... Heißbrocken ist vielleicht auch eine gute Sache. Heißbrocken. Ja, nee. Sanftglocke waren wir hier. Arufus. Rufus mitgeben. Alles klar. Was haben wir hier? Ein einsamer Mann. Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacken wieder erinnern. Ja, das ist schon beeindruckend.
Dann kann ich so zustimmen. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja gut, dass Sway der Wächter der Schatzkammer ist. Aha, da fahren wir was Tolles. Scorn City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus ganzer Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst, diese Stadt ist wirklich großartig. Aber Claw City ist auch nicht schlecht. Schatzkammer liegt außerhalb des Stadions. Aha, scheint so, als ob wir zur Schatzkammer wollen. Irgendwann noch. Wenn jetzt nicht sofort, aber vielleicht irgendwann. Wenn ich erst Champ geworden bin, hole ich mir alle Wunschsterne der Welt und schenke sie dir. Aha, oha. Die schon wieder. Hey, wir üben hier gerade unsere hausgemachten Fangesänge. Miss Mary mischt ganz vorne mit. Sie ist schön, sie ist klug, sie ist unser Hit. Tim, yeah. Wie immer blockieren sie den Weg, um weiterzugehen. Alle Züge verspäten sich aufgrund außerplänlicher Wartungsarbeiten. Typisch deutsche Bahn, obwohl wir in England sind. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt, was möchtest du tun? Haben die dasselbe Sortiment? Ja, haben sie. Aha. Aha. Am Bahnhof ist immer was los. Hier kommen so viele Leute durch, dass kein Tag wie der andere ist. Aha, alles klar. Und hier ein kleines Bistro. Ich liebe, um zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis alle Restaurants in sämtlichen Bahnhöfen gar das ausprobiert habe. So sieht's aus. Heute schmeckt unser Essen noch viel besser als gestern. Versprochen. Na dann. Claw City. Das scheint ja eine riesig große Stadt zu sein. Hier geht's noch immer weiter und immer weiter. Ich erkunde erstmal die rechte Seite und dann die linke Seite. Und dann ist der Part wahrscheinlich vorbei. Weißt du was? In Ghana sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Interessant. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Wirst du ihn für mich überbringen? Ja, wenn du mir sagst, wo. Das freut mich, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir hier mal meinen Brief an, ja? Du erhältst einen vergilbten Brief. Den trägt sie offensichtlich schon länger mit sich rum. Verstaust das Item in der Basis-Items-Tasche. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um ihn einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergilbt aus. Hat sich lange Zeit nicht getraut. Bitte bring ihn zu Frank in Fairberry. Das ist ganz woanders. Ja, wenn ich da mal zufällig vorbeikomme, dann noch dran denke, kann ich es machen. Eine Schlaubrille. Hier kommen wir nicht rein. Wie schade. Sieht interessant aus, das Schloss hier. Kommen wir nicht rein. Das ist aber sehr, sehr schade. Der Weg ist hier versperrt. Das ist nur Kulisse. Da können wir nicht hinein. Na gut, dann geht's halt weiter zur linken Seite. Jetzt neue Häuser und neue Sachen zu erkunden. Oh, hier noch ein Item. Verstecktes Item. Kapselangriff plus. Ja. Kannst du behalten. So, da noch nicht hin. Da ist der Betis auch mit. Oh, da Betis schon wieder. Kein Interesse. Jetzt geht's eher hier erstmal Klamotten shoppen. Lal. Vielleicht finden wir einen schönen Hut. Rollkragenpullover. Aha, einfarbig. Ja, kann man machen. Trainingsjacke. Ja, in anderen Farben. Pflanze, Wasser, Feuer. Ja, Feuer wäre es eigentlich. Ah, das kostet zu viel. Kann ich mir nicht leisten. Trainingshose, Pflanze. Ach, immer den ganzen Typen. So. Die Tasche. Die können wir auch mal wieder ändern. Boden. Feuerboden, das wär's. 5000. Ja, wenn ich noch was übrig habe. Wir haben immer noch den alten Rucksack vom Daddy. Sportkappe.
Was wird nämlich angezeigt oder was? Angelrot, Angelrot, Orange. Nee, Angelrot brauchen wir jetzt wirklich nicht. Sportkappe. Nee, ich hab's doch gar nicht. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Warum kann ich keine Mütze mehr tragen? Ist doch skandalös. Sportsonnenbrille. Eine Brille mit runden Gläsern. Harry Potter, bist du's? In allen Farben. Gut, dann nehmen wir mal die Trainingsjacke. Die war, glaube ich, bisher das Beste. Oder den Rucksack. Ist auch mal was. Ja, mein kleiner Rucksack besorgen. Den braun. Hat er dieselbe Farbe wie der von. Ja, braun finde ich toll. Das ist meine Knallfarbe. So ein voller Rot wäre aber auch nicht schlecht. Passt zu meinen Haaren. Ja, gönne ich mir mal vielleicht mal ein bisschen was anderes. Ach, habe ich das noch nicht gewechselt. Wie toll. So eine Trainingsjacke. Ein Rot. Ja, warum nicht? Boden, Flug, normal, Gift. Ja, Feuer. Jo, ein bisschen Look. Jetzt haben wir hier noch die alte Hose an, vielleicht kriegen wir auch eine neue Hose. Machen wir Feuer-Boden-Mix draus. Die Trainingshose, die sieht doch ordentlich aus, oder? Mit grünen, mit weißen. Bohnen hat weiß, okay. Ja, jetzt so einfarbig, das sieht dann auch ein bisschen. Das sieht auch ein bisschen nach einem Anzug aus. Obwohl, das muss wahrscheinlich so. Auf dem Rücken haben wir sogar ein Feuerlogo drauf. Ja. Gut, dann nehmen wir es halt. Roten Trainingsanzug. Haben wir jetzt, wir haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben. So, wunderhübsch. Ich möchte mich nochmal umziehen. So. Das alte T-Shirt haben wir immer noch an. Okay. Denn der Rose habe ich jetzt auch an. So, den Rucksack wollten wir umziehen. Sporttasche. So muss es sein. Mhm. Modeartikel dieser Art sind nicht mit dieser Frisur kombinierbar. Was? Skandalös. Na dann. Den Gap-Liga-Card aktualisieren. So muss das. Können wir uns gleich mal anschauen. Liga-Karte. So schaut's aus. Na wundervoll. Da muss man die Frisur wechseln. Das kann doch nicht sein. Wenn wir hier einen wunderschönen Hut finden, nicht tragen können. Da kann ich noch so wundervolle rote Haare haben. Pse, nützen mir nichts. Ich glaube, bisher gab es noch keinen passenden Hut. Okay, hier haben wir einen Kaffee. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes. Auf Kosten des Hauses. Na, willst du was probieren? Let's go. Dann mach dann mal nichts wie los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen von der Action. Ah, da haben wir ihn wieder. Barista Alistair, wundert sich heraus. Den Barista habe ich schon in Engine City gekämpft. Das ist gar nichts Neues. Ah, ein Doppelkampf. Sehr gut. Pflanze und Feuer. Stein. Sehr gut. Nitro-Ladung auf. Oh, Pokusan. Das ist doch dieses Pokémon, dass ich in riesigen Kuchen verwandeln kann. War das das? Ich glaube, das so war es. Das haben wir noch an den Trailern gesehen. Das war noch das Gigantische. Seine Megaform. Dann war das seine Weiterentwicklung. Ja, so genau habe ich das nicht angeguckt. Na kommt, greift an. Greift an, Leute. Macht's alle. Ja gut, sind Level 37. Das geht jetzt nicht so auf einmal. Rufus hat sich in Pokusan verliebt. Ja, toll. Star vor Liebe. Der Sieg ist. Besiege deinen Schwarm. Das ist es, deine Aufgabe als Kämpfer. Ach, verdammt. Mein Team ist verliebt. Das ist doch
Nee. Leute. Grasmixer. Na komm. Bringt nicht viel, aber ein bisschen was bringt's. Nitro-Ladung. Na komm. Ich dachte schon. Okay, ja, das bringt auch leider nicht sehr viel. Dann Antikkraft. Ja, Grasmixer. Rasierblatt vielleicht. Zauberschein. Oh weh. Oh, das zieht ordentlich was ab. Gegen Rufus wurde ein Volltreffer gelandet. Oha. Ein Volltreffer sogar. Nein, besiegt. Rufus ist weiterhin besiegt, beliebt, verliebt. Ja. Fast dasselbe. Hier im Kampf. Los, Prof, du bist dran. Ich mag das nicht, wenn mein Team irgendwie besiegt wird. Da kriegt es keine Erfahrungspunkte und das ist schlecht. Darf ich Rufus vor allem nicht verlieren lassen. Das ist das Beste. Oha, Rasierblatt. Ja. Das ist nicht gerade schön. Okay, Prof besiegt. Ja, scheiß auf die Erfahrungspunkte. Ich muss das Team besiegen. Ich darf mich nicht besiegen lassen. Blacky, du bleibst mal hier. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Ist jetzt noch nicht ein. Blacky will ich vor allem entwickelt sehen. Das ist mein größtes Ziel. So, Doppelkick auf Sabayone. Na komm. Was, das bringt nichts. Das ist ja hier ein Kampf. Ich glaub's ja nicht. Da zieht sich hin. Ich dachte, das haben wir gleich erledigt. Wir hauen einmal drauf und zack, erledigt. Tja. Der Modi, der braucht auch Erfahrungspunkte. Der hat auch noch eine Entwicklung zu erledigen. Nitro-Ladung. Was sind das für Typen? Sind das Fee-Typen? Also ich weiß es nicht. Ich kann es auch gar nicht zuordnen, was das vom Typ so. Also scheinbar ist keine meiner Attacken irgendwie effektiv dagegen. Rufus besiegt. Nein, Rufus! Verdammt. Sieht schlecht aus in meinem Team. Auwei. Nicht gerade perfekt hier. Vielleicht bekannt schon mit dem Elektro-Typ. Vielleicht bringt das irgendwas. Level 30 ist auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht grundverkehrt. Ruckzuck-Hieb auf Pokusan. Ich weiß nicht, was hier einsetzen soll. Das bringt alles nichts. Mein Team ist nur verliebt und die Attacken, die ziehen nicht wirklich was ab. Das ist nicht wirklich effektiv. Oh Mann, ja, was ist hier los? Ich kann gegen dich nicht gewinnen. Ich bin zu schwach, um gegen einen Trainer in einem Café zu gewinnen. Wie soll das im Kampf in der Arena werden? Das ist hier nicht die Möglichkeit. Wir haben nur noch Blacky. Ja, gut. Pflücke auf Sabayone. Kriegen wir das noch besiegt oder auch nicht? Ja, so kann es auch sein. So kann es auch einen Preisgeld geben. Ja, der war eine Nummer zu hoch für mich. Das war schon eine Nummer. Das war eine Hausnummer. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, den Randall hat man im Team, weil er ein Unlichttyp ist. Ja, gut. Jetzt haben wir zwei Feuerpunkte. Deshalb habe ich das dann rausgenommen. Aber ja, gut. So, einmal Frisur ändern. Schon mal klappt das mit dieser Frisur nicht. Muss meine Frisur ändern. Ich brauche mal eine neue. Ein Kanaponita da in der Nähe. Ich brauche wieder einen Großhaarschnitt. Mit dem scheint es zu gehen. Ja. Lange Haare, Ade.
Ich lasse trotzdem rot. Vielleicht passt es ja auch. So, bestätigen. Yep. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus. Mal wieder geschnitten, die Haare. So, fertig. Sieht klasse aus, oder? Naja. Passt besser zu mir. Sieht mehr nach mir aus. So, können wir jetzt mal einen Hut anprobieren. Ich würde die zumindest gerne mal sehen. Das wäre mal interessant. Hüte. Ja, Sportkappen. Ist halt eine ziemlich 0815 Frisur, aber wenn man eine gute Mütze dafür hat. Angehut. Ja. Sportkappe. Ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von Sportkappen. Aber, ja, Sportkappe, Feuer, Wasserpflanze, Boden, das ist aber Feuer so mein Stil, auch eine Bodensache kann nicht so verkehrt sein, Gift, normal, oh, mit einem Pokéball drauf, das ist auch nicht schlecht, Flug, ich nehme die Feuerkappe, das Geld haben wir noch, dann sind wir wieder pleite. Jo. Mit Umkleide, da war noch was. Ja, so sieht er aus. Ich muss mein Liga gerade wieder aktualisieren. Ich muss euch mal meinen Code geben. So, das ist er bis jetzt. So, Kartencode. Liga gerade aktualisieren. Schauen wir mal. Na komm. Nein, Liga Cards teilen. Kriegt auch gleich einen neuen Code. Könnte den gleich kriegen. Liga Card aktualisieren. So. Das müsste jetzt sein. Dieser Code. Jetzt 5 verschiedene Karten von mir. Moment. Ja, oder auch nicht. Wir haben die Liga-Karte noch nicht aktualisiert. Ja. Der Look noch nicht drauf. Ach, was soll's. Ist jetzt nicht so wichtig. Mach mal bei Gelegenheit mal. Sprühdose, Superschutz. Hervorragend. Angeblich liegt das Stadion von Clonk City genau in der Mitte der Gala-Region. Mhm, ist das so? So, Hyperdenker. Können wir auch gebrauchen. Nicht schlecht. Okay. Alles klar. Und hier geht's weiter, oder was? Haben wir noch ein Pokémon Center? Wie sieht's um mein Team aus? Ja. Hier mal heilen lassen. Vielleicht ist das auch ein Speicherpunkt. Also in den alten Spielen war das mal so, da bei dem letzten Pokémon Center, wo man gewesen ist, da mal eingecheckt und wann Game Over geht, dann kommt man zu dem wieder zurück. Das ist vielleicht hier auch so. Haben wir es jetzt eigentlich eher ungünstig gemacht, aber gut. Hier noch ein Item. Hier ist die Schatzkammer oder was? Das ist die Schatzkammer von Clonk City. Ohne Erlaubnis kann ich dich hier einfach nicht durchlassen. Aha, und hier ist gleich Team Yell. Ja, was auch sonst. Hey, wir üben hier gerade unseren hausgemachten Ferngesänge. Miss Maggie mischt ganz vorne mit. Sie ist schön, sie ist flug und sie ist unser Hit. Ja, gut, hier geht's nicht weiter. Ja, heute ist das Ziel halt hier mal, die Stadt zu erkunden. Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du da von einer ein Pokémon beibringen? Sehr gerne. Welche Pokémon soll ich es beibringen? Mordiff kann sie. Okay. Welche Attacke soll vergessen werden? Feuersäulen. Das sieht ja cool aus. Also das klingt cool. Ein Angriff mit Feuersäulen mit Pflanzensäulen kombiniert steigt die Wirkung der Umgebung. Oh, Feuer und Pflanze. Boah. Okay. Hochzugkeep vergessen. 1, 2 und Schub. Mordiff hat Ruckzuckhieb vergessen und Feuersäulen erlernt.
Alles klärchen. Ja, da haben wir doch die Stadt ordentlich erkundet. Hier kommen wir wahrscheinlich später rein. Ja, hier battlen sich noch welche. Los, Gastrodon! Patsch, platsch, paff! Okay, ja, dann mal zurück zum Inneren der Stadt. Schauen wir mal so, wie es hier weitergeht mit der Geschichte. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe, der Part ist jetzt nicht zu lang. Sonst muss ich ihn zusammenschneiden. Ja, mal schauen. Wird schon. Ich würde den Part hier trotzdem mal an dieser Stelle beenden. Dummich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst den aber da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Ja, haut daran. Und ciao, ciao. Im nächsten Part weiter mit der Story. Bis dahin. Man sieht sich.